Süd, immer wieder auf ins Gefecht, beziehungsweise ins Nichtgefecht. Wir wollen uns ja eigentlich nur verbunkern. Und dieser kleine Zwischenfall da war einfach nur aus taktischen Gründen. Aber ja, es war schon mal sehr gut, dass wir eine etwas größere Flotte von ihm zerstören konnten. Das heißt, wir wollten jetzt uns weiter nach da ausbreiten, hatten wir hier schon gemacht. Aber das war nicht weit genug und wir kommen von hier aus nicht an die anderen Planeten ran. Obwohl, das können wir mal testen. Haben wir irgendwo Schiffe, die... Du flieg mal da oben hin. Nächste Runde. Nächste Runde. Weil ich hätte schwören können, dass sie weiter fliegen können als die... Oh. Die greifen ja mit Mini-Flotten an. 14 Jäger, 15 Bomber. Auf einem Planeten, wo wir noch fast keins gebaut haben. Ja, das könnt ihr ruhig machen. Ihr macht erstmal die Flotte da kaputt aus einem Jäger und 6 Bombern. Echt komisch. Aber na gut, will ich nicht in Frage stellen. Machen wir einfach regelmäßig immer wieder kaputt. Man hat ja irgendwann gar keine Schiffe mehr. So, du schützt mal den Planeten da. Und ihr könnt bis da oben hinfliegen. Oh. Ah, der Wirkungsbereich ist doch größer, als ich dachte. Okay. Dann lohnen die Dinger sich ja doch. Okay, das heißt ihr, wie viel Stück seid ihr? 12. Oh, das schafft ihr nicht. Ah. Ihr fliegt mal runter zu den Alien-Wracks. Wie viel sind hier? 33. So, ihr fliegt dahin, ihr helft damit. Also bei 45. Okay, sonst ist nirgendwo ein Schiff zur Verfügung, richtig? Richtig. Also gucken wir mal, was die nächste Runde machen. Und versuchen dann mit denen hier hinterher zu fliegen. Die kriegen aber nächste Runde, glaube ich, keinen Bonus. Also das Feld ist zwar mit einem Fitzelchen drauf, aber ich denke mal, es werden nur die 3, die 4, die 5, die 4, die 3 gelten als Wirkungsbereich. Das können wir ja gleich sehen. Wir forschen mal weiter Militär. Und was macht ihr Technologist? Greift ihr an? Nö, ihr fliegt einmal drumherum. Das war ein Fehler. Kaputt. 90% Effektivität. Warum das denn? Fliegergas. Achso, das ist ein Rassenbonus. Na gut. Oh ja, die wären kaputt. Und wir fliegen mal dahin. Und nee, wir können nicht weiterfliegen. Also müssen wir echt Antrieb erforschen. Na gut. Und ihr 30 Stück fliegt mal Forschungsgeschwindigkeit oder Bevölkerungswachstum. Ich nehme mal lieber Bevölkerungswachstum. So, hier sind nur 12, das heißt, ihr könnt damit helfen. Hier sind wir fast voll, da können noch eine Menge hin. Fliegt mal da hin. Die Station ist echt praktisch. Alle da produzierten Schiffe können gleich richtig schön weit fliegen. Schön, schön. Bevölkerung 2,3, 4,3. Hier nähern wir uns langsam dem Maximum. Das heißt, wir sollten bald eine neue Kolonie gründen. Wollen wir wirklich nach da oben gehen, wo der Gegner eventuell ist? Oder wollen wir uns erstmal hier weiter einbunkern? Das juckt mir echt in den Fingern, den jetzt schon wieder Platz zu machen. Genau wie beim letzten Spiel. Aber nee, komm. Wir bauen ein Kolonieschiff. Und das schicken wir zu dem kleinen Planeten da. Gründen wir eine Kolonie. Verdoppelte Herstellungsgeschwindigkeit. Nee. Obwohl, das könnte unser Bomberplanet werden. Nee, ist viel zu klein dafür. Komm, wir bauen wieder eine Stadt. Und ein Forschungslabor. So, und wir sind jetzt bei 3,3. Dann bauen wir doch mal gleich noch ein Kolonieschiff und fliegen mit dem zu dem Planeten da. Wie viele Planeten haben wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir können 9 Planeten haben. Ja, kein Problem. Das heißt, wir untergreifen mit Kleinkram an. Ja, ist echt komisch. Oh, 20. So viel zum Kleinkram. Und er hat hier 3 Planeten. Das wird interessant. Also ja, wir müssen ihn gar nicht angreifen. Er wird immer von sich aus versuchen, uns eins auszuwischen. Das heißt, wir ziehen uns jetzt mal taktisch zurück. Greifen die da an. Mit 30 gegen 20. Jo. Greifen danach die da an.
jedenfalls Jäger, die wollen wir können nichts machen. Und kommen wir dann noch auf den Planeten? Nee. Da ist nur ein Flieger. Okay. Ihr solltet eigentlich hier hin. Das macht ihr auch mal. Gründende Kolonie. Kraftstoff ist praktisch überall auf diesem Planeten zu finden. Die Reichweite ist um 2 erhöht. Von was? Kommen wir jetzt 2 weiter von jedem Planeten aus? Sieht fast so aus, ne? Oh, sehr schön. Wir hätten hier gerne, weil es so nah an der Grenze liegt, eine... Ja, es bringt nicht wirklich viel Fabriken zu bauen, weil das Bevölkerungslimit so niedrig ist. Also Standard. Stadt und Forschungslabor. So, ihr sitzt auf Ressourcen, du sitzt auf keine Ressourcen. Du fliegst mal bitte mit nach da oben, weil das sind mir doch ein wenig zu viele Schiffe. So, 18 Stück, das ist schon mal gut. Die hocken da drauf, die hocken da drauf. Ja, ihr könnt mal zu dem neu gegründeten Planeten. Warum kannst du da nicht hinfliegen? Flieg dahin. Flieg dahin. Kurios. Na gut. Runden beenden. Ah, wir können hin und her scrollen, während die dran sind. Das ist schon mal praktisch. Was macht er? Er zieht seine Flotten nicht zusammen. Das ist ein sehr grober Fehler, denke ich mal. Also wir räumen jetzt einfach nach und nach auf. Wie viele Stück sind hier? 18. Wie viele sind hier? 21. Die bitte da drauf. Die 39 Stück greifen jetzt da an. Gegen 15. Gucken wir mal, wie viel wir verlieren. 6 Stück. Ja, 6 Stück. Sehr schön. Jetzt greifen wir den an. Verlieren 3 Stück. Bisher haben wir also nur 9 Schiffe verloren. 13 Schiffe verloren, 14 Schiffe verloren. Und dafür haben wir deren ganzen 3 Flotten vernichtet. Das ist doch ordentlich. So. Ihr. Wie viel seid ihr? Ihr seid 10 Stück. Ihr geht mal zu den anderen hin. Und da ist keine Ressource mehr. Ihr helft da hinten aus. Nö, ihr schnappt euch einfach die Ressourcen da. Ihr könnt mal darauf gehen. Oder die Platten machen das noch besser. Sind zwar nur Jäger, aber wir können bestimmt trotzdem irgendwo Unfug anstellen. Okay. Können sie auch nicht mehr bewegen. So, du auf das Feld. Okay. Die versuchen es immer wieder. Ja, ich glaube, die KI ist noch nicht wirklich ausgereift. Aber es ist ja auch erst ein Gegner. Die anderen haben sie noch gar nicht blicken lassen. Müssen wir mal gucken, was da noch passiert. Antrieb ist inzwischen auf 5. Ich habe vergessen umzuschalten. Und wir haben die Langstreckenstation freigeschaltet. Das wollte ich gar nicht. Ich hätte gerne Militär. So, sie haben 5 Planeten. Wir haben inzwischen mehr. Und es wird unübersichtlich. So, ihr schnappt euch mal das Alienwrack da unten. Ihr habt noch. Du... Hilfst da mal aus. Und die greifen unseren Planeten an. Aber ich sehe nirgendwo Bomberangriffe. Also erst wenn sie diese Runde darauf stehen bleiben würden, würden sie wohl was vernichten können. Also 11 Bomber gegen 1. Oh ne, 7. Da wird er nur 10%, warum auch immer. Das schwankt teilweise ganz schön. So. Und wir bleiben auch da. Wie viel sind das? 2? 12? Ich glaube 12. Guck mal nach. 5. Da war ich mit 12 nicht wirklich nah dran.
Das fängt langsam an zu nerven mit den ganzen kleinen Schiffen, die immer wieder angeflogen kommen. Ich glaube, ich setze mich jetzt einfach mal auf den Planeten rauf, damit da keine Sachen mehr produziert werden können. Also machen wir den Gegner hier doch platt. Auch wenn ich es nicht machen wollte. Jedenfalls nicht so schnell. So, Planet Nummer 1. Wir haben zwar keine Bomber, aber alle Flieger, die hier produziert, dürften entweder gleich in den Kampf verwickelt werden oder gar nicht erst produziert werden. So, du machst mal doch keine zweite Fabrik, sondern du machst Bomberfabriken. Und das brechen wir auch mal ab und machen auch Bomberfabriken raus. So, da sind 5 Stück. Die hauen wir auch kurz weg. Militär ist weiterhin okay. Und ihr fliegt mal da oben hin. Und du fliegst mal auch da oben hin. Und immer noch kein neuer Gegner. Ich hätte schwören können, hier unten müsste noch einer sein. Aber wir hatten ja insgesamt, ich glaube, 7 Computergegner eingestellt. Können wir das eigentlich irgendwo nach... Ah, hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo. Komisch, komisch. Na gut. Bestimmt kommt gleich eine Riesenflotte angeflogen, nur um mir zu zeigen, dass sie noch irgendwo da sind. Militärstufe 6. Und orbitales Minenfeld freigeschaltet. Sehr schön. Das heißt, sobald irgendjemand in unserem Planetenorbit ist, verliert er 4 Jäger pro Runde. Die werden erstmal abgeschossen. Okay. Wie viel haben wir hier? 1. Das ist doch mal ein fairer Kampf. 10 gegen 10. Und wir können uns nicht mehr bewegen. Nee, so viel dazu. Dann halt 11 gegen 10. Nicht, dass wir doppelt so viel Effektivität hätten wie die, aber ja. Okay. Und zieh dich mal dahin zurück. Da sind jetzt echt keine Schiffe produziert worden, oder? Oder habe ich da irgendeinen Kampf nicht mitbekommen? Du setzt dich mal auf den Planeten rauf. Ihr fliegt auch mal nach da. Du fliegst auch mal nach da. Und ich bin versucht, einfach mal ein paar Schiffe von den Ressourcen abzuziehen. Und denen dann Platz zu machen. Nee, komm, wir machen das schön gemächlich. Ich meine, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde dabei. So lange sollen die Spiele eigentlich gar nicht gehen. Habe ich von anderen Leuten sagen lassen. Aber scheinbar. Auch wenn ich natürlich wesentlich mehr quatsche als in einem normalen Durchlauf. Also wenn man off-camera spielen würde. Aber ja, ich sehe da gerade ein Kolonieschiff. Will sich wohl was Neues krallen. Nee. Du. Dahin, du. 33 Stück. Darauf bitte. Dann hätten wir schon mal den zweiten Planeten von denen im Würgegriff. Jetzt bräuchten wir nur echt bald die Bomber von da, aber das dauert Ewigkeiten. So, ihr auch da oben hin. Ihr bleibt schön da, auch wenn ihr nur wie viele seid? 28. Ja, du dahin. Du dahin. Da werden... Oh, stimmt, da werden auch inzwischen Schiffe gebaut. Du flieg mal dahin. Und langsam gehen die Forschungspunkte wirklich, also die Forschungsprojekte hier wirklich langsam. Obwohl wir so viele Stationen gebaut haben. So, hier greift mal die an. Okay. Und setzt euch auf den nächsten Planeten. So, ihr fliegt nach da oben. Ihr könnt nicht mehr fliegen. Ihr wollt nicht mehr fliegen. Ihr fliegt mal dahin. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerne Wegpunkte hätte? Dass ich Fundplaneten irgendwo hinklicke? Geht das vielleicht? Nee. Ja, hätte ja sein können. So, da sehe ich keine Anomalie mehr drunter. Dann setz dich doch bitte darauf. Du hast noch eine. Für 21 Runden, das ist schon mal gut. Du hast keine. Dann geh doch mal mit denen auf ein Feld.
Und Ende. Vielleicht sollte man doch mal ein wenig weiter den Antrieb erforschen, einfach nur um zu gucken, wo der Gegner ist. Damit wir nicht irgendwann richtig übel überrascht werden. So. Hier mit denen zusammen. 71 Stück, sehr schön. Du greifst mir die Kapitalisten da an. Mit seinen 5 Schiffen Gleitschutz. So, und greifst danach die an und dann haben wir den nächsten Planeten. Ja, der ist gleich Geschichte. Also wir können zwar den Planeten selber nicht zerstören, aber das kommt schon noch. Wir sind ja fast fertig mit der Bomberfabrik. Das werden dann zwar nur 1-2 Bomber sein, die den ganzen Planeten verwüsten müssen, aber ist dann halt nur eine Frage der Zeit und so. Ihr fliegt mal da runter. Und ihr geht mal dahin. So, Militär ist auch gleich Stufe 7, sehr schön. Und dann müssen wir mal gucken, wie viele Schiffe wir inzwischen insgesamt haben. Vielleicht haben wir auch schon zu viele. Oh, die könnten gewinnen. Könnten immer noch gewinnen. Na, ich denke nicht mehr. Nö. Aber war schon mal knapp. 2 Schiffe nur noch übrig. Wo war das? Du hast 17 Jäger verloren. Können wir darauf klicken und zeigen, wo das ist? Nee, aber es war auf C3P007. Wo ist C3007? Da. Ha. Huh. Und ein neues Kolonieschiff. Nee. Ihr da drauf. 71 gegen 5. Ja, kaputt. Und greifen die auch gleich nochmal an. So. Ihr fliegt da hoch. Ihr fliegt da hoch. Du dahin. Und ihr habt kein Asteroidenfeld mehr. Dann helft doch mal. Na, da unten sind, werdet ihr zu viele. Also du fliegst schon mal dahin. Und ihr. Oh, da ist ein grüner. Okay, 2 grüne Jäger. Das ist jetzt nicht so bedrohlich. Aber gut, wir speichern erstmal kurz ab. Spiel speichern. Warum ist das Slot wieder leer? Ich habe doch vorhin erst gespeichert. LP001. Enter. Speichern. Spiel gespeichert. Spiel speichern. Jetzt ist er da. Ah, sehr komisch. Aber na gut, wir sehen uns gleich wieder.